Willkommen, Bürger an Scharlatane, zu Let's Play Ultimate Admiral Dreadnought. So, schauen wir mal. Wir hatten ja aufgehört, wir versuchen immer noch mit den Deutschen endlich den Krieg zu beenden. Die Invasion, wie läuft die? Hervorragend, in zwei Runden haben wir Togoland, dann haben wir ihn. Und dann können wir notfalls immer noch nach Angola schippern und ihn Angola wegnehmen, während hier. Oh Gott, die Briten. Okay, die Kolonie wird auch fallen, würde ich mal behaupten. Ja, 37%, 25, 50, 40. Also, das Deutsche. Ich glaube, die Deutschen haben bald keine afrikanischen Kolonien mehr. Das wird nicht gut ausgehen, würde ich behaupten. Wir versuchen hier oben ein Schlachtschiff zu stellen. Und dann gucken wir, was unsere U-Boot-Kämpfe machen. Oh, unsere. Gegen Zerstörer und gegen Kreuzer. Wir haben den Kreuzer leicht beschädigt, sehr gut. Was haben wir hier unten? Handelsschiffe. Passt ja. Sansibar. Sansibar gehört den Briten. Halt alles die Ecken, die uns nicht interessieren. Was machen die Österreicher? Schaffen die das? Wie immer gegen Serbien kommen sie nicht voran. Politik hat man, glaube ich, schon gemacht, ne? Achso, nee. Hatten wir schon. Vereinigten Staaten. Verstehen wir uns einigermaßen? Guck mal, wer mag uns denn nicht? Eigentlich alle. Spanien, komm. Klack. Geben ab. Dann war mal gespannt, was passiert. Wir müssen zwei Runden haben. Noch eine afrikanische Kolonie. So. Unsere Zerstörer sind zu Hause angekommen, die wir verschrotten wollen. Das machen wir auch schön. 100.040 Punkte, das muss doch langsam mal hier. Wenn wir die Kolonie haben, die letzte, dann müsst ihr doch endlich mal dem Frieden zustimmen. Dann können wir unsere Flotte neu sortieren. Unsere Flotten verärgern die. Und Marine Mathieu wurde durch Antonio Naravo ersetzt, weil er mit dem Geld nicht klargekommen ist. Naja, okay. Wir haben ein Handelsschiff verloren. So, Serbien hat gegen Österreich und Ungarn sich wieder erfolgreich verteidigt. Sehr gut. Oh, wir haben mit Spanien uns erheblich verbessert. Oh. Die Deutschen haben nicht die Osterinseln bekommen. Okay. Dänemark möchte gerne den Willises kaufen. Sehr schön. 50% Rabatt. Wer hat noch nicht? Wer will noch? Wir versenken hier wieder Handelsschiffe. Geben wir unsere Flotte. Wir haben noch hier einen Typ. Zack, Typ. Alle Zerstörer. Den scrappen wir. Auch ein Zerstörer, der kann auch weg. Gott, so viele alte Zerstörer. Und alles noch Beutezerstörer. Unglaublich. Den können wir nicht. Den wir nicht. Können wir nicht. Doch. Die alle in Tobruk sind, können wir verschrotten. Nestor. 1911. Weg damit. Kein Geld mal reinstecken. Weg damit. 19. Ja, das, die hatte ich immer und immer eingesackt. Astati kann weg. Unsere Zerstörerflotte schrumpft dadurch erheblich, aber. Unser 13 leichter Kreuzer, den lassen wir mal. Dich können wir erschrotten. Dich auch. Das sind die ganzen österreichischen Schiffe, die wir hier weghauen können. So.
Klack. Das kostet uns eine Runde fast 3 Millionen, kosten uns die Schiffe. Mit Reparatur hier 1 Million fast. So, dann sieht unsere Zerstörerflotte doch schon relativ schöner aus. Die Provinzia-Kreuzer von 1900, wann? Und 26, auch die stimmt, die sind gar nicht mal so alt. Ja, passt. Der ist für Dänemark noch. Der Bastarda. Passt soweit. So, was macht unsere Abfangflotte? Die kriegt nichts. Nein, wir schippern trotzdem mal weiter. Wir können ja einmal hierhin schippern. Vielleicht erwischen wir ja trotzdem ein Schiff. Geben ab. Versuchen einfach mal deutsche Hochseeschiffe zu stellen. In der Helgoländer Bucht müssten wir doch vielleicht was kriegen. Oh, ein Meeting. Wir haben irgendeine Schlacht. Wer prügelt mit wem wo? Können unsere super neuen Schiffe endlich mal ihr Ding tun? So. Invasion ist abgeschlossen. Wir haben Togoland uns geschnappt. Ja, alle hassen uns. So, Österreich-Ungarn bedroht uns. Okay, wir sollen ein bisschen Geld investieren in die. 1,4 Milliarden, das wäre fast alles, was wir haben. Komm, kriegst du 700 Millionen. Admirale Grandioso um Demi-Master, Stellen, ein paar Zerstörer. Naja, das ist. Weiß nicht, hier das langsamste Schiff. 35 Knoten. 28 Knoten, das sind die Kreuzer, glaube ich. Deswegen können wir uns immer entfleuchen. 32, ne, wieder. 28 Knoten, ja. Die konnten uns nicht entfleuchen. Wir müssten die Kreuzer, glaube ich, wegschicken. Weil die zu langsam sind. Aber das kämpfen wir. Ich will die neuen Schiffe in Action sehen. Und wenn sie nur Zerstörer wegpusten. Also alle Kreuzer mindestens 30 Knoten. Ach, da sind sie. Die Mega-Viecher. Herrlich. So, ihr könnt alle auf KI-Kontrolle gehen. Und dann jagen wir jetzt mal mit 27 Knoten, jagen wir die unzerstörbare Bombe, den gespottet. Nordwesten. Abmarsch. Es ist wunderschönes Wetter in der Nordsee. Wir sind verlangsamt, weil wir nichts sehen. Gespottet. Okay, wir wurden gespottet von irgendwelchen anderen, aber wir haben nichts gesehen bis jetzt. Da sind sie. Kilometer entfernt. Wir drehen uns ein bisschen, dass die dann auch schön Breitseiten auf die Zerstörer schießen können, die sich da einnebeln in 11 Kilometern. Und jetzt haben wir schön eine Salve rausgehauen. Optimale Gefechtsgeschwindigkeit. Und wir lassen mal laufen. Ein Treffer haben wir schon gesetzt. 5 Zoll Geschütz hat getroffen. Ihr armen deutschen Zerstörer, ach Gott. So. Danny Dambuster, komm. Bah, was für eine Salve. Ne, der hat schon Torpedos im Wasser geschmissen. Torpedos im Wasser. Harte Kampfkurve.
Sieben Treffer haben wir schon gesetzt. Sogar ein 11-Zoll-Geschütz hat getroffen. Können wir schneller laufen lassen? Das wird ganz schön knapp. Tatsächlich ein Treffer. Aber keinen großartigen Schaden. War das der, der zwei Treffer gekriegt hat? Der einmal alles getroffen wurde, aber nicht sagt, er will sinken. Und Grandioso und Co. Geht zurück. Was macht denn ihr Kreuzer hier? Ihr sollt mal. Oh, schieß mal. Oh, was für eine Salve. Wenn jetzt einer trifft. Naja, bis hin. Das war doch mal ein schöner Treffer jetzt. Ist einer von unseren moderneren Zerstörern? Ja. Du machst es. Moderner kleiner Zerstörer Espero. Du schießt ihn kaputt. Ja. Der Zerstörer ist es, der den Zerstörer kaputt schießt. Hast du schon gesetzt? 9. Na, fast. 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 Haben wir Rapidos? Die Rapidos sind alle, okay. Kommt ihr Dicken. Oder was ihr habt, alles auf den. Kleine deutsche Zerstörer. Oh ja. Oh. Nur Schaden, keine Flüge. Krass. Jetzt sinkt er. Jetzt sinkt er wie ein Stein. Gut. Zwei Zerstörer versenkt. Wir haben 45 Mann verloren. Sehr schön. Nicht das, wovor die Demi Demba. So. Grandioso hat sogar zwei Leute retten müssen. So ein paar U-Boot-Schäden. Ganze Menge Handelsschiffe. Oh, Chinesen wollen sich mit uns einschleimen. Erpats Angriff gegen Syrien. Okay. So, Kongo hat einen Aufstand gegen Portugal. Belgien möchte nicht mal mit Spanien was zu tun haben. Und Togoland ist zu uns gekommen. Yay! Frankreich hat Haiti nicht bekommen. Passt. So, liebe Deutschen. Immer noch kein Friedensvertrag, ist ja unglaublich. Wir könnten in Westdeutschland einfallen, wir könnten Helgoland angreifen oder Angola. Na, dann holen wir uns halt Angola. Habe ich auch kein Problem mit. Mann, 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 Mann. So. Hier hin. Hier hin. Ist vielleicht ausgepackt, dass die Deutschen sich nicht den Krieg nicht beenden wollen. So, ihr schippertieren als Unterstützung. Als Flotten-U-Boote. So, hier haben wir bloß deutsche U-Boote.
versuchen wir die zu erwischen. Ansonsten ist ja nichts Deutsches mehr. Wir könnten tatsächlich Helgoland besetzen. Unglaublich. So, Treibstoff haben wir noch, Munition haben wir noch. Sieht gut aus. Dann versuchen wir mal, das Schiff abzufangen. Was ist das? Das ist ein Schlachtschiff, ja. Und, ah ja, U-Boot-Kampf. Ja, 7 Transportschiffe, bam. Nächste Runde. Die müssen wir irgendwann mal ein Einsehen haben. So, Tanganyika wird auch gefallen. Also, Deutsche Reich müsste doch langsam mal sagen, ist Schluss. Wirklich mal. Also. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Kosten senken, weil ständig ermahnt werden von der Politik ist jetzt auch nicht so gut. Kommen. So. Vereinigte Staaten und Spanien hatten eine Seeschlacht. 2 Schlachtschiffe, 1 Schlachtkreuzer, 5 Kreuzer, 4 leichte Kreuzer, 1 Zerstörer. Gegen 2 Schlachtschiffe, 2 Schlachtkreuzer, 2 leichte Kreuzer. Das ist fast ausgeglichen. Komm, komm, komm. Neue Schiffe braucht das Land. Ach, da brauchen wir ja lange. So, wo ist euch Ungarn? Und ja, okay. Oh, die Deutschen, die Franzosen wollen unsere Freunde werden. Na klar. Franzosen, Chinesen. So. Admiral wird wieder angezählt. Wir, Chinesen und wir sind zusammen. So. Oh, wir haben ein bisschen Minenschaden gekriegt. Espara und Zara, das ist unsere Kampfgruppe. Und eine Menge Schiffe. Marineinvasion. Der Angriff der Sowjetunion gegen Marokko hat ganze Länder aufgebracht. Die People von Damme machen einen Aufstand. Frankreich hat Nordkaledonien nicht bekommen können. Boom. Der Duke der Aosta wird verkauft. Danke. Wir sind im Müh zu tief. Na denn? Alle nach oben. Gehen wir an den Finanzen, versuchen ein bisschen zu sparen. Aber wir sparen ja schon, wo wir können. Gehen wir auf Wirtschaftswachstum ein bisschen. Crew. Ja, das heißt, das ist halt wirklich die Forschung, die wir hier wirklich hochgezogen haben. Kann man nicht viel machen. So, Politik. Deutschen wollen einfach nichts machen. Okay. Auf jeden können wir uns dann in Österreich-Ungarn, können wir uns ein bisschen gut stellen. Wo sind unsere Schiffe? Hier sind unsere Schiffe. Wo sind deutsche Schiffe? Versuchen mal da einzuschippern.
6000 Tonnen übergewichtig, den hier dann Buster. Ist aber ganz schön dickes Schiff geworden. So, was kostest du? Und so kostet es uns 2 Millionen pro Runde. Und dann wirst du verkauft oder verschrottet. Klack, weg damit. Alten Schrottdinger. So, Zerstörer werden in Dienst gestellt. Gott. 9 Millionen pro Runde. Puh. Ganz schön heftig. So, der Admiral Bojaki wird noch gebaut, wie verrückt. Und die Bastarda können wir gleich verkaufen. Die kostet auf 15 Millionen pro Runde. Du kostet uns, naja, 60 Millionen sind allein das. Dann waren wir 180. Aber Geld haben wir einfach nicht. Gucken wir mal, ob wir noch die Invasion zu Ende kriegen. Und dann will ich endlich mal diesen Eulenkrieg gegen das Deutsche Reich beenden. U-Boot-Kampf, ja, wir konnten wieder nichts stellen, schade. Ja, die Schiffe kosten auch extrem viel Geld, wenn sie draußen. Jo, 180! 150 Millionen nur noch miese. Das ist gut. Machen auch die Baukosten einfach für die Zerstörer. So, Öl wurde entdeckt in Island. Hast uns wieder alle? So, und dann kriegt wieder Anzählung. Das Kransystem, okay. Schiffbauzeit verringert. Ah ja. Ein paar Handelsschiffe verloren. Ah, mit Österreich-Ungarn haben wir uns gut gestellt. Ach, wie schön. So, wir haben Schlacht auf Seen, Portugies-Kongo, Angola, Haiti, Marokko. Wie sieht's aus in Angola? 93% Erfolgschance. Naja, ist doch. So, wir versuchen jetzt einfach mal. Wo fahren die hin? Das sind immer einzelne Schiffe von den Deutschen. Wir versuchen ihn mal. Was ist das hier? Das ist ein Kreuzer. Zwei Kreuzer. Versuchen wir mal. Ein leichter Kreuzer. Versuchen wir mal den hier abzufangen. Nächste Runde. Noch 100 Millionen miese. Sehr schön. In Togoland gibt es einen Aufstand? Sieht so aus, ne? So. Oh, die gehen schnell. Ja. Das Übliche. Ach, die schon wieder. Nein, ich will keinen Krieg gegen Österreich-Ungarn führen. Das ist wie immer. Schiffverluste. Belgien hat sich mit den USA verbündet. Syrien hat sich mit den USA verbündet. Indonesien möchte gerne einen Prinzip-Guyana-Schlagkreuzer haben. Natürlich. Kannst du haben, Indonesien. Sind auch schöne Schiffe. So. Die Deutschen greifen wieder Chile an. Mein Gott. Okay, China, Aufstand gegen Frankreich in Kuhuangshan. Wo ist Kuhuangshan? Mal gucken. Das ist hier. Dahomey. Ah, hier. Ja, da ist der Aufstand da bei den Franzosen. Okay. Und hier ist Kuhuangshan, ist hier der Aufstand der. Ja, Konvoikampf. Strombolo gegen Bussard. Kostet 100.000, 100 Millionen. Meiner kostet. Oh Gott, meiner ist viel billiger. Oh, wir haben den Bus hat schwer beschädigt. Und wir haben auch schwere Schäden eingesteckt. Okay. Passt. So, unsere Flotte ist ganz unflott. Das gibt's doch nicht. Schieben wir mal hier runter. Schaffst du in einer Runde? Ja. Das mit dem Geld.
Tut mir leid. Die Österreicher wollten unbedingt Geld haben. Wenn ihr mich rauskanntet, kanntet ihr mich raus. Aber ich habe euch ganz halb auf. Man kann jetzt im Netz von Nordafrika Richtung Südafrika durch ganz Italien laufen. Schön. Na komm. So, okay. Oh, wir sind nicht mal ganz oft so oft der Bösewicht. Ja. Minenfelder, okay. Menge Schäden. 5 Transportschiffe verloren, okay. Österreich-Ungarn hat Serbien nicht gekriegt. Hier sind die üblichen Kämpfe. So, Politik Österreich-Ungarn. Schleimen wir uns ein. Wir versuchen hier trotzdem. Was ist das? 5 Zerstörer. Suchen wir mal die Kreuzer hier. Zu schnappen. Hier ist tatsächlich eine deutsche Flotte. Ein Zerstörer, unglaublicherweise. Hopp, geh mal ab. Aber dann wieder ein Jahr geschafft. Und wenn wir dann Angola uns geschnappt haben. Aber Burundi und Ruanda haben die Deutschen noch. Haha. Wenn wir dann Angola haben, dann holen wir die Flotte heim. Dann ist es so, dann können wir schon mal die Flotten neu verteilen, modernisieren. Ja, so machen wir das. Spätestens wenn wir Angola haben, holen wir die Flotte heim. So, Österreich-Ungarn, ja. Nordatlantik. Was hat Österreich-Ungarn für Interesse im Nordatlantik? Ja, wurde ersetzt gegen Farragut. Fortgeschrittene Schlachtkreuzer 5. Barbetten, Anti-Feuerfang. Aha. Gemischte Treibladung. Schiffe beschädigt. Nimmst du mal Transporter? Deutsch-Neuguinea von Deutschland wurde durch Britannien erobert, ja. Südwestafrika wurde von Britannien erobert, ja. Tanganyika wurde von Großbritannien erobert, ja. So, Nordostitalien haben die Deutschen nicht gekriegt. Und wir haben mit Österreich-Ungarn uns verständigt. Und wir greifen Österreich an. Brasilien möchte nichts mit Britannien nichts mehr zu tun haben. Und die Japaner haben Syrien nicht bekommen. Ah, okay. Dann Oberkampf. Leicht Kreuzer. Prinz Eugen, na komm. Ach, Prinz Eugen hat wieder wie immer Glück. U-Boote gegen Transportschiffe. Wir haben eins versenkt, ne? Und U-Boote sind nicht mehr so schick. Komm, du versuchst ja nochmal, die zu fangen. So, Runde 5. Die Briten gehen das auch auf Angola, aber Angola ist eins, ist meins, ist unsers, ist Italien. Oh, wir haben Schlacht. Wir haben Schlacht. Haben wir es gerade geschafft? Das ist natürlich auch ein guter Stopp für die nächste Folge.
So, brauchen wir wieder ein bisschen? Da haben wir es. So, Frankreich, Spanien. Österreich, Ungarn. Oh, ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben mal eine größere Flotte gestellt. Wow. Die Admirale Grandioso und die Danny, Damn Danny Basta. Die Kreuzer Provinzia, die Kreuzer Fiume, die Kreuzer Pola, die Kreuzer Sara, der Kreuzer Maria Teresa und der Zerstörer Espero. Treffen auf das Schlachtschiff Kaiser Friedrich III., was nur halb so schwer ist. Hat 11 Zoll Geschütze. wenn es dieselbe Klasse ist wie die anderen, dann kriegen wir den kaputt. Dann haben wir den Kreuzer Sachsen, den leichten Kreuzer Straßburg und eine ganze Menge Zerstörertierchen, die recht gut sind. 35 Knoten, 36 Knoten laufen die fast. Aber sein Schlachtschiff läuft. Ah, sehen wir leider nicht. Aber sein Torklassekreuzer läuft 28,5 Knoten. Wir haben 28 Knoten. Also sie könnten uns davonfahren. Was haben die für Panzer? Was hat der für eine Panzer? Sehe ich nicht. 98%, 100. Ach Gott, das sind ja alles von der Panzerung alte Dinge. Aber wir haben es endlich mal geschafft, eine Flotte zu stellen. Und jetzt können unsere Schlachtschiffe, die Grandioso, was hatten die? Die ist übergewichtig, hat zu extra Boilergewicht, extra Treibstoff, hat ein Positiv, lange Wendezeit, Feuerlöschung schlecht, Chip reparieren schlecht, okay. Der Dembuster ist ein bisschen übergewichtig, aber nicht ganz so schlimm. Und alles nicht so. Der ist so gebaut, wie es geplant ist. Okay, das ist mal schön für die nächste Folge. Da haben wir das mal, wir haben ein schönes Gefecht. Müssen wir aufpassen, dass die deutschen Zerstörer uns nicht zu sehr auf die Sack gehen, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an.